Teams, das Qualifying. Inwiefern kann man sich denn Hoffnung auf die erste Startreihe machen? Ja, das glaube ich nicht, dass das realistisch ist. Top 5 ist vielleicht realistisch. Aber wir müssen immer noch sehen, dass wir sehr, sehr starke Gegner haben. Sicherlich sind wir auf der einen Runde schon ganz gut unterwegs, aber erste Startreihe glaube ich ehrlich gesagt noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Aber die längste Gerade der Saison müsste doch im Prinzip dem Auto entgegenkommen. Ja, es ist nicht nur die Gerade. Also man muss um die Ecken rumkommen und die letzte Ecke zum Beispiel vor der längsten Gerade, die ist sehr, sehr eng und wer da Geschwindigkeit verliert, der hat keinen Speed auf der Geraden. Also das Auto muss auch andere Qualitäten haben hier, um schnell zu fahren. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dass die McLaren deutlich vorne sind. Lewis wird zurückversetzt, das ist bekannt, um 5 Plätze. Aber ich denke auch, dass Red Bull noch stark sein wird. Lotus kann überraschen. Es gibt einige, die ganz gut mitmischen können. Dankeschön, Norbert Haug. Und wenn Ihnen jetzt gleich etwas Spanisch vorkommt, dann ist das durchaus richtig, denn wir machen weiter mit Norman Adelhütte und den Höhepunkten der WTCC. Und die gastiert auf der Iberischen Halbinsel. Danach geht es dann weiter mit dem Qualifikationstraining zum Großen Preis von China.